günstig, wenn ich nur einmal heile und mich auch. Also nicht, du solltest dich jetzt unbedingt auf die Tür bewegen und ich mich auf das Feld zwischen der Tür und dem Ande, dass wir dann alle im nächsten Raum drinnen stehen. Okay, also ich werde mich bewegen und dann den Ande heilen. Ja. Ganz kurz nur eine blöde Frage. Heal mit Range. Okay, ganz Meinst, wenn kurz. sie direkt neben dir stehen, greifen sie immer noch mit Fernkampf an. Ganz kurz nur, wenn ich ein Heal mit Range habe, das ist ein Range. Ich habe so eine Art Range Attack, bekomme ich Add Target. Schade. Wenn nicht gewesen, wenn ich Add Target bei Heal hätte. Ich werde nächste Runde eine Short Rest machen. Oder eine Long Rest. Puh, wir müssen uns nächste Runde überlegen, ob wann wir die Tür aufmachen wollen. Ja, na gut, schauen wir mal, dass wir jetzt Archer wegkriegen und uns heilen und aus der Kanone Reichweite wegkommen. Gut. Ich habe meine Karte. Ich auch. Ich greife den Zweier an, ja. Wenn es sein muss, mache ich das. Ich lehne mich ganz schön aus dem Fenster, Leute. Ich habe nur noch zwei Leben oder Ja. so. Du bist früh dran, Ande. Stimmt das? Ande, du bist früh Ja. dran, stimmt das? Ich bin voll dran, ja. Ja. Achso, du hast den Button noch auf den Sechser legen. Bist du sicher? Wo siehst du, dass du nur zwei Leben hast? Ich habe da diese Glock, diese Uhr, diese Schalter. Ne, ich sehe dich gar nicht. Ah, Was? doch, Blödsinn, entschuldige. War Dann schaut. gut, War du schon. hast beim René geschaut, Ja, natürlich. genau. Der René ist konservativ. Er hat keinen Counter genommen. Gut, ich glaube, wir haben alle unsere Karten gezogen, ne? Dann decken wir auf. Ich habe 37. Ich habe sie wieder weggenommen, ne? Ich bin gemein, ne? Ja, also ich habe 37. Kann Ich hab sein, dass du 29. 36 hast drin, ne? Du Gesicht, du, ich bin als letzter dran von uns. So. Ich ziehe die Archer-Karte. Er spielt dran und haut dafür rein wie der Böse. Gott. Das ist ungut. So, und die Kanone. Bitte sei spät dran, Kanone, sei spät dran, sei spät dran. Da haben mehrere Leute jetzt gezogen. Ja, das ist die Die obere. hier Achtung, ist die stopp. obere. Nein, die nicht, die kommt weg. Wieso Das kommt die die, weg? weil das die zweite Karte war. Okay. Alter. Attack plus 1 und keine Reichweite vergrößert. Das ist auch sehr wichtig. Das schaut gut aus für uns, Leute. Gut, wer fängt an? Ich bin als Ich habe der 18. Ande. Ande mit 18. Ich Na würde mich ja dann. gerne heilen, aber ich soll reingehen und einen Archer machen. Ja, genau, du wirst Und geheilt. dann gehe ich zwei und ich hau zwei. Du gehst 1. So, ich gehe zwei. Also eins gehe ich. Du Genau. kannst. Ich könnte zwei. Übrigens, René, du musst irgendwann deine Bombe auf die Tür werfen. Das müssen wir uns überlegen, wann das sinnvoll ist. So. Wo ist das? Oh, ist in die Hand geflogen. Okay. So, was kann ich? Ha, geht sich genau aus. War. Zwei minus Okay. eins, gell? Ja, ich weiß. Hast du gekillt. Da kommt eine Münze hin. Ich leg sie hin. Der ist weg. Sehr gut. Wow, das läuft ja schön. Und dein Zug ist beendet, gell? Die beiden Karten kommen auf den Discard, Discard-Platz. ja. Mache ich. So, 26 ist dran, oder? Nein, 29, entschuldige. Okay, ich werde mich natürlich die 4 bewegen. Aber ich kann dann um 4 heilen. Also entweder heile ich dich, Hartmann, oder mich. Heil dich selber. Oder Weil den Ande. ich werde mich hinter euch jetzt postieren. Ich Ich werde nicht könnte es da. brauchen. Nein, Oder den Ande. es ist, Ich könnte es ich, brauchen. zuhören. Ich werde anschließend jemanden um 5 heilen und ich bin komplett flexibel. Ich habe eine Okay. Reichweite von 3 bei meiner Heilung. Also ich kann
Ich kann sogar jeden heilen. Gut. Warte mal, Hartmann. Ja. Man Ja, darf du nicht bekommst einen. vergessen, ich kriege jetzt nur Hartmann. so 4 Schaden. Oder wer kriegt Hartmann, den du Schaden jetzt? Der Ended Archer 3, Elite bekommst. 3. Ja, Hallo, stimmt. können wir kurz bei dem Druck jetzt bleiben, der dran ist? Okay. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt die 4, ich werde dem Hartmann eins über den Latz ziehen. Ja. Ja, und Du kriegst eine Erfahrung, die vergiss nicht. Ich nehme einen Schaden. ja. Jetzt wieder auf 2. Soll sein. Das passt. Passt. Und kann mich hier Ja, heilen? weil dann kannst du doch noch tanken in dem Spiel. Ja. Du warst jetzt die ganze Zeit am vierten oder dritten Platz. Du solltest wieder irgendwo in Führung gehen. Gut, dann ist der René dran. Du willst, dass er sie in andere haut und nicht dich. Ah, und du willst kein Disadvantage haben. Ja, das ist okay. Michi, du hast ja die Erfahrung genommen, gell? Ja, Ja. habe ich. Okay. Ja. Ja, hä, warum nicht die? Ach so, weil du ein Disadvantage kriegen würdest. Ja. Hat was. Ja. Aber die Wunde ist wichtig. Die ist gut. Er verliert immer, wenn er dran ist, kriegt er einen Schaden. Ich schaue, was gleich in dieser Runde auch gibt. Dann geht er auf 5 runter. Kann das bitte jemand machen? Ich schaue nochmal in den Regeln mir an, wie das mit Wunden ist. Währenddessen ihr das macht, ich hole nur schnell meinen kleinen her, weil der weint Ja, die bis ganze gleich. Zeit. Ja, geht ziemlich gut, gell? Gut. Sehr schön. Ja, na, dann mach du auch mal kurze Pause, René, weil dein Ziel ist eh abgeschlossen. Ich gebe ihm noch den Wundenmarker dann und schaue währenddessen den Regeln bei Wunde nach und wir haben eine kurze Pause von 2 Minuten. Wenn du mich dann heilst, habe ich auch nicht viel Leben mehr. Du kriegst 5 Heilungen jetzt von mir. Ich weiß, aber ich kriege auch 3 Schaden. Na, schauen wir mal, wie viel der Archer macht. Ja, okay, das stimmt auch. Die Karte verändert sich immer. Du sagst nämlich, das hast du letztes Mal auch schon gesagt, du sagst bei Angriffen immer die Angriffszahl Schaden, aber das ist ja nicht fix. Ja, du hast recht. Ah, die Wunde ist super. Er kriegt immer einen Schaden, wenn er dran ist. Das heißt, er kriegt schon diese Runde einen zusätzlichen Schaden. Ja. Die Feuerenergie kommt weg. Deine Karten kommen auf den Discard-Pile. Die Wunde habe ich hingelegt, da wir diese Runde schon einen zusätzlichen Schaden kriegen durch dich. Ja. Oh, der Archer hat Attack plus 1. Andi, das wird wehtun. Du bist der Danke, Einzige dran. ja. Ja, ich glaube, der hat 4 Angriff. Ja, aber trotzdem, 4 Angriff ist 4 Angriff. Das ist eher Also nichts. 3, weil ich habe immer noch mein Warding Strength aktiv. Ja, dann mach's noch. Ah nein, dann hast du Disadvantage. Ja, mach's noch. Zieh noch eine zweite Angriffskarte. Ist zwar eigentlich nicht okay, nachdem man die erste gesehen hat, aber ja. Was war die erste eigentlich? Minus 1. Okay. Ja, stimmt. Das wäre wichtig. Du hast recht, René. Das war gut gedacht jetzt. Okay, er kriegt noch einen Schaden weniger. Ich lasse trotzdem auf 5, weil die Wunde wird ihm den einen Schaden gleich wieder dazugeben. Wir merken uns, dass er die Wunde schon kassiert hat. Das kriegt er erst nach seinem Angriff, die Nein, Wunde. die Wunde wird immer aktiviert. Das gilt für uns auch, wenn wir verwundet sind. Und wenn das mal passiert. Immer wenn ihr dran seid, bevor ihr irgendwas macht, kriegt ihr als allererstes eine Wunde. Wenn du dich erinnerst, eine Guard hatte das letztes Mal. Die ist gestorben in dem letzten Lebenspunkt, bevor sie was machen konnte. Und das war sehr wichtig für uns.
So. Okay. Jetzt bin ich dran, ja? Ich bewege mich einmal mit der unteren Hälfte von Reinvigorating, nein, von mit der unteren Hälfte von Enhancement Field um zwei Felder in den Raum hinein. Ich springe, ich tue mich wieder auf den vierten Platz verdrängen. Und dann verwende ich die obere Hälfte von Reinvigorating Elixir. Das ist eine Heilung 3 bei einer Reichweite 3. Außerdem habe ich es eine letzte Anwendung von Potent Potables noch. Die erhöht die Heilung um 2. Das heißt, 5 Heilung werde ich auf den Brute sprechen. Ja. Damit sind beide Karten discarded. Und ich bitte mal, das liegt da. Ah, das war die Bewegung. Ich kriege eine Erfahrung. Das ist, weil der Marker auf den Potent Potables jetzt runterwandert. Die Potent Potables werden lost. Das heißt, meine extra Heilung ist vorbei. Und mein Zug ist abgeschlossen. Unser aller Zug ist abgeschlossen. Und der Archer. Problem? Warum Problem? Ja, okay, der Archer ist jetzt dran, der ist vor der Artillerie-Bahn. Du bist sein Fokus, René. Er kann sich nicht so bewegen, dass er dich ohne Disadvantage angreift. Also zwei Karten für ihn, hat Angriff 4. Er hat 3 plus 1 von seiner Monster-Ability-Card. Minus Würde eins. 3 Schaden machen. Da wird aber negiert durch deine Frost Armor. Du kriegst eine Erfahrung. Die Frost Armor ist lost. Und der Archer ist fertig. Und die Artillerie ist als letzter dran, nur es ist nur noch mehr in Reichweite. Ich check's noch einmal. Sie hat Reichweite 5. Und da ist der Fokus ist der Crackheart, also der Miche. Der ist aber in Reichweite 7 und sie hat keine Bewegung. Also kann sie niemanden angreifen und ihr Zug ist hinfällig. Okay. Na warte, diese Runde wird jetzt noch abgeschlossen. Wir haben keine Energie im Raum. Es wird das Deck von den Archern wird gemischt. Weil da eine Karte war, die das gesagt hat. Werden irgendwelche anderes Modifier-Deck gemischt? Ich glaube nicht. Und jetzt müssen wir uns halt wieder überlegen, ob jemand eine Rest macht. Ich werde jetzt nämlich eine Rest machen müssen. Und ich werde wahrscheinlich, naja, eine Long Rest würde mir nämlich meine Eagle Eye Goggles zurückgeben und 2 Lebenspunkte und ich könnte mir die Karte aussuchen, die wegkommt. Aber dann kann ich in diesem Zug halt überhaupt nichts beitragen. Wenn du jetzt dann die Tür aufmachst und da irgendwas passiert. Ich werde es trotzdem machen. Ja, du solltest sie in diesem Zug auf jeden Fall öffnen. Ja. Das Wichtige ist halt, dass wir den Archer jetzt wegmachen. Er hat immer noch 5 Lebenspunkte. Er wird auf 4 fallen mit seiner Wunde in diesem Zug. Also er bräuchte 4 Schaden. Ich könnte ihn jetzt wegräumen. Ich komme halt erst spät an, das ist der Nachteil. Eine Sache noch, ich bin mir nicht sicher, ob das relevant ist, aber ich sag's nur. Wenn wir jetzt die Tür öffnen, erinnert euch dran, alles, was dort in dem Raum ist, wird dann in dieser Runde agieren. Ja. René, Nein. kannst du den Arthur fertig machen? Ich sag. Okay, Ich dann habe das werde nur. ich zum Arthur hingehen und werde dich ihn tot machen. Ne, ich werde ihn töten. Ich gehe hin und töte ihn. Aber ich kann erst relativ spät drankommen. Leider. Ja, er schießt dann halt auf uns. Das ist Ja, das er wird auf Problem. René mit Disadvantage Ja, schießen. Momentan okay. ist das der Stand. Außer du kommst vor dem Archer dran und bewegst dich hin, aber das bezweifle ich. Nein, ich habe das vorhin nur deswegen aufgebracht, weil es die hypothetische Möglichkeit gibt, dass wir in dieser Runde uns darauf konzentrieren, den Archer zu killen und die Tür noch nicht zu öffnen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Also ich sage einmal so, den Archer können wir killen. Wir werden Ich einfach kill ihn. angreifen.
Ich habe Kann noch die ich kann Karten in der Hand, um ihn zu killen. Wenn der René die Tür jetzt aufmacht, sollten wir uns wirklich überlegen, wer von uns sich als Fokus für was auch immer im Raum ist, in die Tür oder sonst hin platzieren will. Das heißt, es ist vor allem auch wichtig, ob der René oder der Andefür dran ist, außer einer von den beiden von uns geht in die Tür selber rein. Weil der wird fokussiert von allen, die in dem Raum sind. Ja, davon ist auszugehen, ja. Wenn du sonst keine sinnvolle Aktion machen kannst mit deinen Karten. Ja. Die nächste Sache ist die, ich meine, für mich und den Michi gilt das. Wir müssen schauen, wenn wir Movement haben, dass wir die sinnvoll einsetzen, weil wir noch weit vom Schuss sind. Sich wegzubewegen von einem Raum, wenn Movement und Karten knapp sind. Okay. Es ist insofern egal, weil du wirst dich bewegen, bevor die Tür geöffnet wird. Aber wenn du dich, nein, den Archer kriegst du sowieso ab, vermutlich. Deswegen. Ich werde als Letzter dran sein, weil ich mache, wie gesagt, eine Longrest. Habe ich Initiative 99. Sind sie auch grundsätzlich. Aber für mich sind alle drei Vorteile momentan wirklich sehr wichtig und ich habe sonst eh nichts, was ich in dem Zug machen könnte, groß. Auch mit meinen Karten, die ich kriege. Ja, mit seiner Kritik an mich, an mir, ich weiß ich, warte, was ich predige, das befolge ich nicht, gell? Ja, genau so sind der Spruch. Man muss aber schon auch sagen, dass wir nicht alles machen müssen, was der Hartmann sagt. Also ich würde ihm jetzt nicht alleine die Schuld geben. Andi, du bist so gemein. Dann. Hartmann, ich glaube, du musst deine Karten noch suchen oder machst du Long Rest, hast Nein, du ich mache gesagt? Long Rest. Also von mir Ah, gibt es keine okay, na Karten in dieser dann Runde. Ich gehen decke gerade wir. mein Discard-Pile von mir auf, um zu sehen, welche Karte ich verlieren will. Bin Ich bin relativ gerade. früh dran mit 13. Ich bin So, der ich Erste decke die dabei. Kanone auf, die hoffentlich irrelevant sein wird. Das sind wir. Warte mal, das ist sogar wichtig, ob der Michi außer Reichweite schon ist, aber ist er. Ich bin Der außer ist also. Ja. Nein, sie kommt genau aufs Feld vor dir hin mit diesem AOE-Angriff. Aber ich bin dort längst weg dran. Naja, mit 46 erreicht sie sich nicht. Oh, wieder dieselbe Karte. Ich habe gemischt. Er kommt Ich sogar habe nach mir größere dran. Gemischte. Er wird nicht mehr schießen. Er wird nicht mehr schießen. Ja, wenn ihr ihn wirklich killt. Ich bin, ich kill ihn. Schau, ich Vielleicht habe patzt ihr Effekt ja 6. alle. Ja, du So, er patzt. hatte mal erstens mal. Okay. Nein, er kriegt erst 4 Leben, ein Leben weniger, wenn er dran ist. Ne? Ja, genau. Okay, so, pass auf. Ich bin jetzt mal dran. Mit 13. Ja. Das heißt, ich verwende von Unstable Upheaval bei Bewegung Ja. und attackiere mit Range 5 und Attack 2 sicherheitshalber den Archer. Ja, macht das. Ja. Eine Karte für den Nein, nicht Archer. von Von da. deinen eigenen. Von deinen Ah, eigenen Karten. Entschuldige, ja, richtiger, hoppla. Das ist hier nicht sehr Ja. relevant, weil die Decks noch gleich sind, aber Ja, später mal. super. Ich weiß zu groß. Okay. Okay, so viel dazu. Gut, ich flippe bis hier und fange an zu mischen. Und deine beiden Karten werden discarded. Das war dein Zug. Vielleicht ziehe ich dann dieselbe Karte. So, der René Warum ist werden dran. wir beide discarded? Moment, halt, stopp. Wer, nein. Die zwei Discarded. werden discarded. Genau, ja, sie werden Ja. discarded, Digga. Das war die.
Absichtlich. Machen. Die Tür auf. Mit der Bombe. Das ist kein Angriff, das Oh ist Gott. einfach, du beseitigst die Tür. Unsere letzte Bombe. Through the wreckage of the door, you see one last bandit grabbing supplies and weapons from his desk. Barty Half-Ear. So, wir legen einen Elite-Banditen in den Raum, den ich nirgendwo sehe. Ich darf, René, ich verwende den Bandit Guard 1, der da bei dir rumliegt. Also wir merken uns, dass Und er was ist hat. der Captain, oder? Nein, der kommt nicht dahin, sondern hierher. Ja, da geht er hin. Who in the unending abyss are you morons? Barty yells. That the lovesick quadril came back is surprise enough, but that she somehow roped in a bunch of mercenaries to join her suicide mission, it boggles the mind. No matter. You poor saps. It's time for me to abandon the ship and for you to sink with it. Okay, der Elite Bandit Guard da drinnen ist Barty Half-Ear. Das schaut ja easy aus. Da ist nur ein Bandit drinnen. Da kommt sicher nur irgendein Blödsinn. Ja, das kann nicht anders sein. Nein, das mache ich nicht so. Aber die Tür ist jetzt weg, oder? Ja, das mache ich gleich. Schauen wir nochmal nach meinen kleinen Intervalle. Hast du das noch mitgekriegt, was ich vorgelesen habe? Warte, ja, Barty Half-Ear ist da drin, er ist eine Elite Bandit Guard. Ah ja, genau, die habe ich von dir weggenommen. Du hast das einen Key mehr, die ändern wir uns. Der Mich ist gerade nicht da, das heißt, ich werde jetzt nicht weiter verlesen, was noch kommt. Da warte ich, bis er wieder da ist. Ja. Ups. Und, das sage ich was auch ist gleich, das er hat zwei passiert? Schild. Er hat nicht eins Schild, sondern zwei Schild. Ist Ich das lese passiert? gleich vor. Ich lese gleich vor, warum. Das ist das Bossmonster. So, in die Richtung, ne? Obwohl Boss ist eigentlich eine eigene Kategorie in dem Spiel, habe ich gelesen. Da gibt es wirkliche Bossmonster. Das ist so ein Zwischending, da ist ein aufgefetteter Elite Guard. So, glaube ich. Und das muss am besten sein. Ich. Ja. Vom Elite Bandit Guard 1. Ja, nur er hat 18 statt 9 und er hat Shield 2. Das Shield 2 ist auch sehr wichtig. Ja. Also heftig. Außerdem, ja, ich mache das jetzt auch gleich, ich ziehe eine Karte. Ich mache das mal. Oh, Move minus 1 ist mal sehr günstig. Ja, er wird dann drankommen. Hey, das schaut super aus. Könnte man schaffen. Naja, zumindest wird er jetzt nicht sehr schnell bei uns sein, wenn wir uns angreifen. Er gibt uns auch eine Verschwörung. Er sieht, wenn er kommt. Dann brauchen wir nicht so weit zu ihm gehen. Sehr schön, wenn wir ihn umzinken könnten. Dann könnten wir alle vier auf ihn drauf haben.
Genau. Ja, es wird trotzdem eng. So, ich komme jetzt noch dran, oder? Ich komme jetzt sowieso noch dran. Dann mache ich das. Ich werde also meinen Move 2 verwenden von der linken Cleave und Vor dir ist dann. die Ancient Artillerie dran und ärgert sich und macht nichts. Okay. So. Ich mache jetzt einen Epic 6. Das ist zwar schade, weil die Karte dann weg ist, aber ich glaube, das ist jetzt notwendig. Gut. Du springst, gell? Nein, ich springe nicht. Ich gehe einfach nur eins nach vor. Naja, das hätte den Vorteil, dass du Windenergie machst. Vielleicht kann der René irgendwie, der hat, glaube ich, diese Sachen, wo man irgendeine Energie nutzen Ja, kann. du, dann springe ich, weil die Karte ist eh nicht weg, wenn ich es Genau. mache. Im Zweifelsfall, eben das Ja, einzige also Schlimme, es was ist passieren kann, Windenergie ist, da. dass der Bate Windenergie plötzlich nutzt. Dann ärgern wir uns, aber Okay, also ich habe plus 0. ich weiß es nicht. Ich mache ihm jetzt 6 Schaden. Na gut, du hast ihn erledigt. Genau. Er kommt gar nicht dazu, dass er unter seiner Wunde leidet. Ja, aber dann wäre er auch auf 6 gewesen, da wir ihn erledigen. So, eine Münze. Und ich mache jetzt eine Short Rest. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. So. Mission ist er. Genau. Ja, das habe ich hab gewusst, ich habe irgendwas vergessen. Die wird geflippt. Das ist das Symbol für die Tür, weil sonst würde man eine Warnung drunter sehen. Das wollen wir nicht. So weit sind wir noch nicht. Jetzt ist als nächstes der Bartel dran. Der bewegt sich ein Feld auf seinen Fokus zu, das ist der Ande. Und geht hierher. Ja? Weil er, nein, er kann ihn erreichen, wenn er unendlich viel Bewegung hätte. Und das reicht aus, dass er sich bewegt. Der Unterschied zu den Archern vorhin, die kamen einfach nicht durch. Auch wenn die 1000 Bewegungspunkte geklappt hätten, wären sie nicht hingekommen. Und jetzt bin ich dran mit meiner Long Rest. Ich nehme mir 2 Lebenspunkte. Ich habe meine Eagle Eye Goggles wieder aktiviert. Und ich habe mir noch nicht angeschaut, welche von den 4 Karten ich jetzt weggeben sollte. Helft so ein bisschen, ist jetzt die 4 Karten noch liegen. Ich habe da noch eine Heilung. Nein, ich habe 2 Heilungen. Heilung wird wichtig Ja, ich sein. hebe mir auch die Reviving Shock, die hat eine Heilung, wo ich die Karte verliere. So, Ink können wir es Bomb wirst machen. du nicht Okay, brauchen. stopp, 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 Timeout. Kurzfassung für Michel. Wir haben den Raum geöffnet. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast. Da ist der Bate Hafir drinnen. Das ist der Typ, den der die Drehl gejagt hat. Der ist nicht sehr erbaut. Das ist eine Elite-Guard. Der hat uns ein bisschen beschimpft. Sonst ist da nichts drinnen. Außerdem, das lese ich jetzt noch für alle vor, Special Rules. The Elite Bandit Guard is Bate Hafir, the Smuggler Captain. He gains Shield 1, stacking with his normal Shield 2. Also er hat Shield 2. And has H times C, glaube ich, nein, ich sag's auf Deutsch, H mal C durch 2 Hitpoints, wobei H sind seine normalen Hitpoints, C ist die Zahl der Charaktere, also 9 mal 4, das ist 36 und das Ganze durch 2 dividiert, 18 Hitpoints hat er. Also er ist eine normale Bandit Elite Guard mit den beiden Unterschieden, dass er die doppelten Hitpoints hat, 18 statt 9 und dass er das doppelte Schild hat, 2 statt 1. Und wir gewinnen das Szenario, wenn wir den töten. Haben wir noch eine, hat irgendwer noch Wund oder so irgendwas? So. In der Runde ist außerdem noch passiert, diese Bandit Guard hat eine Karte gezogen, die günstig war für uns, weil sie Movement minus 1 gegeben hat. Er bewegt sich auf seinen Fokus zu, aber nur ein Feld. Seine Bewegung ist 2 minus 1, also ein Feld. Wir haben den Archer weggemacht, den hat der Andi gekillt. Und ich mache jetzt Und gerade meine Long Tatmos ist super Rest. schlecht, dass er weniger Movement hat, aber bitte. Naja, er greift nicht so schnell an.
Und wir können Ja. uns in den Raum um ihn herum verteilen. Also ich Das möchte geht. mich möglichst ihm hinstellen, aber dann knall ich ihm Ja. eins von So, dort. ich muss jetzt eine Karte opfern. Ich werde deine. Da frage ich euch jetzt. Habt ihr Angriff noch genug, um den zu killen? Man braucht wirklich fette Angriffe. So Angriff 2 ist wenig Nee. sinnvoll. Ich habe Oder zwei Angriff 3. Poison, Wound, solche Sachen sind Nee, wichtig. ich habe zwei Angriff. Und ich habe Retaliate. Das ist wichtig. Sich neben ihn hinstellen, sein Fokus sein und Genau. Retaliate haben, wäre super Sache. Genau, das ist noch mein Ding Ich mit habe zwei Cover. Karten mit Repellier 2. Liebe Leute, sagt mir mal, stopp mal, wichtige Sache. Ich habe noch Reinvigorating Elixir, mit denen ich einem von euch alle seine Discarded Karten zurückgeben kann. Dann verliere ich diese Karte allerdings. Und das muss ein angrenzender Verbündeter sein. Gibt es jemand von euch, der jetzt gerade viele Karten im Discarded Pile hat und sich überlegt, nächste Runde oder jetzt eine Shortlist zu machen? Ich habe Ich jetzt habe. gerade eine Shortrest gemacht. Im Discarded Moment im. Ja, aber. Ja, Also, stimmt. Richtig, ja, ist ja für nächste Runde gewesen. Damals. ganz kurz nur, was bringt dir denn deine Karte nochmal? Discarded Pile, nicht Lost Pile, Genau, richtig? Discarded Pile. Aber wenn jemand nächste Runde eine Short Rest vorhat, Ich mache dann kann nächste ich. Runde eine Aha, Short ich muss Rest. entweder diese Runde eine Short Rest machen oder eine Long Rest nächste Runde. Ja, dann kann ich dir mit der Karte nicht helfen. Nein. Ich habe eine Short Rest nächste Runde. Okay. Ich werde sie auf jeden Fall auf der Hand behalten, weil sie auch eine Heilung hat. Außerdem habe ich eine Karte, wo ich allen Nachbarn plus 1 Angriff geben kann, was sehr wichtig wäre. Die werde ich mir auch behalten. Ich gebe die mit Mithril und Weltenheim, aber Mithril überhaupt nicht. Ja, ich gebe eine Heilungskarte weg. Wird euch nicht gefallen, aber ich verliere die. Das ist nicht gut. Ja. Aber das lasst sie nicht vermeiden. Ich habe noch 2 Heilungskarten übrigens. Nein, das ist die richtige Karte. Das passt schon. So, meine Longrest ist abgeschlossen. Jetzt könnt Warte, jetzt. warte.